Ja, ganz herzlich willkommen heute am heutigen Montag zu Börse at Home. Das ist die letzte Session, das letzte Webinar für uns in diesem Jahr. Also freuen wir uns besonders und setzen das Webinar, das wir neulich mit Markus Jordan als Teil 1 aufgesetzt haben, fort. Wir sprechen heute nämlich nochmal aufgrund des großen Interesses über die Alternativen zum Festgeld. Und mit wem könnten wir das besser tun als mit Edda direkt? Hi Edda, schön, dass du heute hier referierst. Hallo Fabienne, und ich freue mich auch sehr auf unsere letzte Session 2023 mit einem Thema, was viele, viele bewegt. Und Fabienne und ich machen das jetzt heute mal zusammen und haben jetzt 30 Minuten Zeit und sprechen über festverzinste Investments. Also erstmal ganz kurz sage ich was über die Zinsstrukturen und die Zinsentwicklung. Stell dann Geldmarkt-ETFs vor als Alternative zum Festgeld und auch ein bisschen zum Tagesgeld. Sagt ein paar Worte zu aktiv verwalteten Geldmarktfonds. Die gibt es nämlich auch, um dann so eine zweite Alternative zu einem Geldmarkt-ETF zu zeigen, nämlich eine sehr ultra kurz laufende, rechtssichere Anleihe. Und zum Abschluss nehmen wir uns nochmal die letzten 10 Minuten, schätze ich, Zeit für laufzeitbegrenzte Anleihen-ETFs. Das ist so the next hot shit, wie man das so nennt bei uns in der Branche, die es seit August diesen Jahres gibt. Super, ein super Potpourri an Themen für heute. Lohnt sich auf jeden Fall mal, da ein bisschen Zeit zwischen den Jahren zu investieren. Kleiner Hinweis noch vorab, wie immer, keine Anlageberatung. Die im Webinar besprochenen Wertpapiere stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorinnen und die Deutsche Börse haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Genau, so viel vorab. Sie können wie immer Ihre Fragen stellen. Wir freuen uns, soll ein interaktives Format sein. Von daher gerne Fragen stellen. Wenn Sie bei YouTube zuschauen, gerne einen Daumen hoch, unseren Kanal abonnieren, freuen wir uns super drüber. Dann starten wir mal generell mit der Anlageklasse, Edda. Genau, also Anlage Bargeld oder Cash gilt ja als einzelne Assetklasse, nochmal so in dem Kontext der gesamten Portfoliostrukturierung, also Ihr Gesamtvermögen, das Sie angelegt haben, egal wie klein oder wie groß das ist, aufgeteilt vielleicht in Aktien, in Anleihen, in Immobilien, vielleicht auch in das eine oder andere Unzen Gold. Und da ist eben Bargeld eine einzelne Anlageklasse. Hat man auf dem Girokonto, hat man im Sparstrumpf der eine oder die andere, dann gibt es das sogenannte Tagesgeld, da gibt es ein paar mehr Prozent drauf, nämlich mehr als null. Dann gibt es inzwischen Festgeld mit nennenswerteren Verzinsungen. Ich höre so Spitzenangebote zurzeit seien noch so 4,5%. Und die nächste Stufe dann sind die sogenannten Geldmarkt-ETFs, die ich genauer erklären werde. Und eine weitere Entwicklung dazu sind eben mit ultra kurz laufenden Anleihen. Als ultra kurz gilt alles unter einem Jahr und die haben noch mal ein paar Besonderheiten, aber dazu gleich mehr. Und eben schon genannte aktiv verwaltete Geldmarktfonds. Das ist sozusagen die Anlageklasse Cash. Hat das Merkmal von Assetklassen vielleicht diejenigen unter Ihnen jetzt, die so ganz am Anfang sind, dass man sagt, dass die weniger korrelieren, also es nicht korrelieren zu anderen. Und das ist klar, bei Cash kann man sich eigentlich am leichtesten vorstellen, wenn die Aktienpreise fallen, ist ihr Bargeld immer noch genauso viel wert. Nominal vor Inflation wie vorher. Also es ist nicht beeinflusst durch Preisentwicklung in den anderen Märkten. Sie würden mir hier heute gar nicht zuhören, wenn wir nicht eine Zinswende gehabt hätten. Das zeigt sich nochmal ganz schön hier an dieser Kurve, vielleicht zur Rekapitulation. Das sind die Daten, ich muss mal genau gucken. 99 bis jetzt, September. Die europäischen Zinsen, also von der EZB, Quelle hier ist Statista. Und Sie gucken, das ging mal hoch, so auf 4,7%, dann sind wir wieder runtergefallen. Dann waren wir dann irgendwann um 2007 nochmal ziemlich weit oben und dann ging es ja dann kontinuierlich runter. Und umso weniger haben Sie sich für Anleihen interessiert. Ich kann mich ziemlich gut erinnern in den letzten Jahren. Und irgendwann waren wir ja sogar bei null und zack, auf einmal hat sich es wieder umgedreht. Und jetzt inzwischen sind wir mal bei über 4%, das ist September. Und jetzt kommt die nächste Stufe wieder, dass inzwischen viele spekulieren oder vermuten, dass es jetzt zu einer Abbremsung der Zinserhöhung kommt, wenn nicht gar wieder zu einer Zurücknahme der Zinsen. In den USA gab es ja in der vergangenen Woche eine ähnliche Meldung seitens der Fed, dass die Notenbank da hat die Aktienpreise mal gleich wieder nach oben springen lassen. Wir hatten 17.000 im DAX in der letzten Woche erstmalig.
Und am Ende der Woche war der Nasdaq zum Beispiel auch auf einem Allzeithoch. Das sind so die Entwicklungen im Moment. Aber das ist reine Spekulation. Die EZB hat ja auch ganz anders reagiert am Donnerstag. War es Donnerstag oder Mittwoch, Fabienne? Auf jeden Fall ist das reine Spekulation. Und nur, dass Sie einfach sich nochmal realisieren, die Zinsentwicklung, keiner weiß es. Es gibt Vermutungen. Die Erwartung, dass es jetzt vielleicht wieder ein bisschen leichter wird, wieder ein bisschen nach unten geht, die soll im Markt schon eingepreist sein, wie das dann immer so schön heißt. Also Sie müssen sich schon so ein bisschen Ihr eigenes Zinsbild machen, aber, und denken Sie vor allen Dingen immer dran, nur weil es jetzt die 4% bei exotischen Banken gibt, heißt das nicht, dass das in einem halben Jahr auch noch so ist. Ich habe jetzt auch mal gezeigt, Zinsstrukturkurven, also möchte ich Ihnen auch mal zeigen. Die zeigen so ein bisschen, was der Markt in diesem Augenblick denkt, wie sich die Zinsen entwickeln. Gute Quelle dafür ist investing.com. Die haben die für verschiedene Rentenmärkte, also für verschiedene Anleihenmärkte. Links ist Deutschland. Und dann gucken wir mal auf die untere, dunkelblaue, also das ist die mit dem blauen Rahmen, mit dem blauen Berg sozusagen. Das ist die, die jetzt im Moment gilt. Und da sieht man, dass der Markt erwartet, dass die Zinsen dann erstmal wieder fallen und dann am langen Ende, so heißt das hinten, das ist auf 30 Jahre, dann wieder steigen. Das ist eine nicht normale Zinskurve, die zumindest der Anfang, weil eigentlich so der normale Zinsverlauf ist, dass es nach hinten auf 30 Jahre hin ansteigt. Und aber das gibt so ein bisschen das Eindruck dafür, was der Konsens ist, also was sozusagen alle denken. Rechts sehen Sie die von den USA. Und da sieht man auch, dass das Zinsniveau ein bisschen höher ist und dass der Verlauf auch in den vergangenen, das ist ja immer im Vergleich vor einem Monat, vor einem Jahr auch ein bisschen anders war. Nur das mal so für diejenigen, die sich ein bisschen intensiver mit Zinsen beschäftigen wollen. Okay, also wir haben wieder Zinsen, gibt ausgesprochen lukrative Festgeldangebote. Und wenn Sie Pfennigfuchser sind, aber sagt man jetzt Eurocent-Fuchser, dann können Sie auch immer gucken, wo Sie mal ein neues Depot aufmachen und dann kriegen Sie auch mal auf Ihr Giro oder auf Ihr sozusagen Tagesgeldkonto, kriegen Sie dann auch ein bisschen mehr Prozent. Es gibt aber noch ein paar Alternativen und über die wollen wir heute hier sprechen. Und eine der am meist diskutierten oder meist gehandelten Alternativen im Moment, ich sage das jetzt meist gehandelt, sind Geldmarkt-ETFs. Es gibt jetzt unterschiedliche Interpretationen, was man als Geldmarkt-ETF bezeichnet. Ich mache es jetzt mal eher die Strenge. Und zwar, das sind die ETFs, die den Overnight-Zinssatz abbilden. Das ist der Zinssatz, der gilt, wenn die Banken sich untereinander Geld leihen. Eonia ist da ein Begriff und das Ding heißt dann manchmal Overnight, manchmal heißt es, mal gucken, das heißt hier nur noch Overnight. Unten gibt es noch so ein Eurogov irgendwas. Aber das ist tatsächlich ein Zinssatz, der zwischen den Banken gilt. Das ist das, wie man am nächsten rankommt an den Leitzins. Und die ETFs, die es dazu gibt, das sind rechtlich Fonds. Die sind aber synthetisch. Die können ja nicht, wir haben ja in der EU eine Regelung, wie viel Wertpapiere in einem Fonds drin sein müssen, damit es überhaupt ein Fonds sein darf. Und das sind jetzt synthetische Körbe, die bilden diesen, die bilden diesen Zinssatz ab, aber haben was anderes drin, sind deswegen Fonds. Und man kann, ich zeige gleich mal ein, es gibt insgesamt 7 Stück X-Trackers. Amundi hat welche, die Deka hat einen und Lyxor unten hat auch noch einen. Die sind auch, sehen Sie rechts da in der Fondswährung, die gibt es auch verschiedene Zinssätze, also auf die US-Zinsen. Ich glaube, irgendwie die Briten waren auch noch drunter oder ich habe sie hier rausgeschmissen oder Euro. Wir konzentrieren uns jetzt hier mal auf diese Euro-Geldmarkt-ETFs. Abgrenzung, das ist jetzt die strenge Auslegung. Es gibt jetzt recht ziemlich viele Websites, so wie bei Extra ETF ist es so, bei den anderen habe ich es auch noch gesehen, die nennen auch ETFs mit ganz kurz laufenden Anleihen Geldmarkt-ETFs. Das sind jetzt aber für mich nach strenger Lesart keine. Diese hier können Sie gucken, die sind bei uns auf den Listen der meistgehandelten ETFs, oftmals ziemlich weit oben, so unter den Top 10. Da ist passiert wieder ganz, ganz viel da drin. Die hatten jetzt mit der Zinswende sozusagen eine Renaissance. Und ich finde das andere so ein bisschen was anderes. Deswegen nochmal ein so ein Grundprinzip. Sie haben einen Zinssatz, einen EZB-Zinssatz, im Fall jetzt von der Eurozone. Und alles, was mehr Risiko bedeutet, schlägt auf diesen Zinssatz drauf. Das kann jetzt sein, zeige ich gleich, die Laufzeit, das kann sein, die Bonität und so weiter. Und deswegen entferne ich mich aber auch mit ultra kurz laufenden Anleihen unter einem Jahr, entferne ich mich weg von dieser Overnight-Rate.
Deswegen trenne ich das jetzt an der Stelle so ab. Sie sehen an dem Namen schon, Sie sehen den Emittent, Sie sehen die Währung und Sie sehen, wenn Sie den Namen ausgeschrieben haben, dass es ein Swap ist. Ich habe jetzt hier mal einen mitgebracht. UCITS-ETF hinten im Namen heißt, das ist rechtlich ein Fonds nach der EU-Regulierung und 1C hinten bezeichnet eine Anteilsscheinklasse. Also die Emittenten bieten immer verschiedene Klassen aus. Die einen richten sich an institutionelle Investoren, die anderen an private. Leider sind die Private manchmal ein bisschen teurer. Das ist so, wie ich so sagen, eine Usance in der Branche. Aber das ist das, was dieses 1C dahin bedeutet, werden wir auch ziemlich oft gefragt. Und der wird jetzt hier in Euro gehandelt. Also da war heute Morgen der letzte Preis 139. Und Sie sehen an dem, ich habe mal den Dreijahreskurve abgenommen. Da sehen Sie auch exakt, dass der sich halt dann so hoch bewegt hat, direkt mit der Zinsentwicklung. Also sobald die Zinsen angestiegen sind, ist er natürlich auch parallel mit angestiegen. Vielleicht noch ein Hinweis zu demjenigen oder diejenigen, die sowas kaufen will. Links haben Sie den Geldpreis für die 139,36. Hätten Sie den heute verkaufen können, heute Morgen, und für 139,37 hätten Sie den kaufen können. Die schwanken ein bisschen. Über den Vergleich zum Tagesgeld sage ich gerade gleich noch ein bisschen mehr. Und Sie haben, wie bei anderen ETFs auch, und wenn Sie hier öfter mal dabei sind, kennen Sie das vielleicht, auch ein offenes Orderbuch. Das kann auch ganz praktisch sein. Da können Sie direkt mal gucken, wie der in diesem Augenblick gehandelt wird und könnten, wenn Sie den jetzt kaufen wollen, da oben in die Spitze rein mit Ihre Order limitieren. Und wenn Sie richtig viel anlegen wollen in sowas, schauen Sie sich mal das Handelsvolumen an, das ist gigantisch. Dann kann man auch sagen, können Sie auch mal ausrechnen, was Sie das kosten würde, wenn Sie da links sozusagen, also links verkaufen, also wenn Sie rechts kaufen würden, was Sie das kosten würde, wenn Sie ein bisschen weiter runtergehen im Orderbuch. Weil hier oben stehen ja hier 22 Stück, das ist ja dann mal nicht so viel an der Spitze. Also das ist nochmal so ein Ding, da können Sie genau schauen. Und wenn Sie sich jetzt für einen entscheiden wollen, ich habe jetzt mal hier einen Performance-Vergleich gemacht. Und zwar der ist von Extra ETF, da geht das ganz gut. Ich habe einfach alle Geldmarkt-ETFs, für die es gibt, die den Euro, also für den Euroraum genommen, habe die Entwicklungskurve übereinander gelegt, weil Sie können die Qualität von dem ETF auch einfach danach erkennen, wie er sich entwickelt hat. Und weil alle Kosten gehen sozusagen raus aus dem Topf und das gilt auch für die Geldmarkt-ETFs. Alle Einnahmen gehen rein und die Qualität vom Management, von dem passiven ETF, kann man auch von Management sprechen, den tut ja auch jemand betreuen und betreiben und ausgeben. Die kann man auch ganz simpel an einem Performance-Vergleich ablesen. Das gilt für alle ETFs, nur immer aufpassen, Äpfel nicht mit Birnen. Also wenn ausschüttend, dann sollen die alle ausschütten. Wenn thesaurieren, sollen die alle thesaurieren. Und der Anlagefokus sollte auch ein sehr, sehr ähnlicher sein. Haben wir hier klar, ist ein Overnight-Zinssatz aus dem Euroraum. Was da unten so rumdotzt, ich habe es jetzt mal drin gelassen, das ist tatsächlich, weil diese Website von Affiliate Marketing lebt und da zahlt gerade ein Anbieter dafür, dass er oben steht und man kann sie bei diesen Vergleichen nicht raustun. Aber es stört uns ja nicht. Ich fand das ganz hübsch, das mal zu erklären. Und tatsächlich sieht man hier, dass die ein bisschen voneinander abweichen. Also schauen Sie sich das mal an. Und wenn Sie einen anderen Zeitraum nehmen, verlaufen die Kurven so ein bisschen anders. Aber das ist eine ganz gute Basis, um eine Entscheidung zu fällen, welche von denen Sie jetzt haben wollen. Und es gibt da ja auch, wie Sie sehen, nicht so viele. Macht die Entscheidung ja noch mal ein bisschen leichter. Also Geldmarkt-ETFs bilden den Zinssatz ab, den Interbankenzinssatz. Näher können Sie nicht dran sein an dem richtigen Leitzins, weil Sie haben auch keine weiteren Risiken, weil alles, was mehr verzinst, ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Haben den Vorteil, kein extra Konto, wenn Sie ein Depot haben. Gehen wir mal von aus, wenn Sie hier bei Börse at Home sind. Ansonsten, wenn wir jetzt einen Raum hätten, würde ich mal fragen, wer hat hier noch kein Depot? Aber Sie haben vermutlich alle eins. Das kaufen Sie wie in anderen ETF auch, legen Sie sich da rein. Das könnten Sie theoretisch auch besparen. Da gibt es garantiert Sparpläne zu. Habe ich noch nicht geguckt, aber würde mich wundern, wenn nicht. Verzinsung zum Marktzins und extrem flexibel, weil Sie können das Ding ja jederzeit verkaufen. Anders als Festgeld. Einziger Vorteil von Festgeld aus meiner Sicht ist, dass Sie das heutige Zinsniveau fixieren. Aber dann müssen Sie mal schauen, um wirklich nennenswerte Zinsen heute noch zu bekommen, also wirklich, dann wird es schon ein bisschen exotischer von der Bank her. Und dann denken Sie dran, wenn Sie
tatsächlich in der glücklichen Lage sein sollten, dass sie so viel Bargeld parken wollen für einen gewissen Zeitraum. Einlagensicherung gilt nur für bis 100.000. Also da haben sie auch so eine gewisse Limitierung. Und das Geld, Riesennachteil, ist nicht verfügbar. Jetzt möchte ich aber auch die Nachteile von so einem Geldmarkt-ETF nicht auslassen. Das eine ist, die Kurse schwanken, wenn auch nur klein, aber sie tun's. Können sich mal anschauen, über einen kleinen Zeitraum, so dem Debola war und dem Maximum Drawdown, habe ich jetzt nicht gemacht, aber da kriegen Sie ein Gefühl dafür, dass die schon so ein bisschen schwanken. Also, und das andere ist, Sie haben natürlich Handelskosten. Also je günstiger jetzt Ihre Bank, umso mehr macht es Sinn, je in Bezug auf die Größe der Order. Und die Handelsspanne ist für Sie auch ein Kostenfaktor. Aber die will ich Ihnen jetzt nochmal zeigen. Da bin ich vorhin so drüber weggerannt. Da ist sie. Heute Morgen, kurz nach 9, verwenden 0,01. Also die Handelsspanne hier bei dem war 0,01 heute Morgen. Also das ist jetzt meiner Ansicht nach nicht so groß. Und, oh ja, habe ich vergessen, das gehört natürlich auch auf diese Liste. Da sind natürlich auch Gebühren drauf. Die sind aber auch bei 0,1 oder 0,01. Die sind also wirklich, da ist wie bei allen anderen ETFs, ist da auch eine Gesamtkostenquote drauf. Und die machen wir, Fabian und ich sagen ja immer, langfristig Gebühren super wichtig, aber wir reden jetzt hier über kurzfristige Investments. Und dann noch ein Hinweis, ETFs, da wird der aktuelle Preis bestimmt durch Angebot und Nachfrage. Der ist natürlich wegen der Transparenz, also hier was Gutes, ist der natürlich mittelfristig bis kurz bis mittelfristig immer beim Nettoinventarwert. Der Nettoinventarwert ist der Wert der Wertpapiere in Ihrem Korb, also der richtige reale Wert. Manchmal kommt es zu Marktverwerfungen, zu Verschiebungen. Dann sind kurzfristig diese Net Asset Values heißen, die weg vom, die Preise weg vom Nettoinventarwert. Das finden Sie aber auch als Angabe und Sie gucken sich einfach mal an, wenn es ein besonders hektischer Tag ist aus irgendeinem Grunde, auch in diesen ETFs, dann lassen Sie es einfach und verschieben so einen Tag. Wir reden ja hier jetzt über eine Bargeld. Investition, die ja macht nicht viel, ob Sie das jetzt heute kaufen oder morgen oder übermorgen. Und das sollten Sie vielleicht auch noch wissen, gilt an der Börse für alle Wertpapiere T plus 2. Das heißt, wenn Sie ihn heute kaufen, kann sein, dass meist geht sofort, aber es kann sein, dass Sie ihn erst morgen oder übermorgen haben. Also das Wertpapier gilt auch andersrum, wenn Sie verkaufen, dass erst heute oder übermorgen das Geld da ist. Das ist natürlich ein Nachteil gegenüber einem Festgeld. Das läuft aus und dann haben Sie es. Trotzdem, Sie kommen halt nicht ran und gucken Sie sich die Dinge mal an. Die haben echt eine ganz ordentliche Wertentwicklung im Moment. Im Moment. Zurück zu dem Thema, wie verändern sich die Zinsen? Ich wollte mal kurz was sagen, bevor ich zu den Anleihenbeispielen komme. Also nochmal in Erinnerung, das Fremdkapital gibt ganz viele verschiedene, diverse Laufzeiten und auch andere Währungen. Und vor allen Dingen eine Anleihe ist prozentnotiert. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, wie viel dabei rumkommt, hängt ab vom Risiko. Und die Maßstab für, also die Rendite, ihren Gewinn ist sozusagen, wie lange ist noch die Laufzeit, wo ist der Preis und das Ganze schwankt mit den Zinsen. Nochmal zur Erinnerung, wie ist da das Verhältnis? Es gibt weniger an der Börse, was so sicher ist wie das. Zinsen runter, Anleihenpreise hoch. Und andersrum, Zinsen hoch, Anleihenpreise runter. So, jetzt habe ich meine Arme vertauscht. Also, die Zinsen hoch, Anleihenpreise runter. Sprich, wenn die Zinsen jetzt weiter steigen und Sie haben Anleihe-ETF, der fällt. Wenn die Zinsen jetzt aber fallen und Sie haben Anleihe-ETF, dann steigt der. Und das gilt auch für die einzelnen Anleihen logischerweise. Das Ganze, der Hebel ist zumindest in der Theorie umso größer, je länger die Laufzeit. Jetzt gehen wir aber wieder zurück. Zu der Überlegung, je höher das Risiko, umso mehr Zinsen erwarte ich. Und natürlich, je länger die Laufzeit, desto höher ist auch das Risiko aus Ihrer Sicht als Anlegerin, als Anleger, dass sich da was ändert. Das ist das Zinsänderungsrisiko oder Laufzeitenrisiko, manchmal auch genannt. Bitte merken, es ist interessant fürs letzte Thema mit den laufzeitbegrenzten ETFs. Aber grundsätzlich, je länger die Laufzeit, zumindest in der Regel, umso größer ist dieser Hebel von der Zinsänderung. Jetzt, wenn Sie mit der Überlegung nochmal zurückdenken, dann sagen natürlich die Zinsstrukturkurven im Moment ein bisschen was anderes aus. Aber das ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Und um das mal zu verdeutlichen, was das im Extremfall bedeutet, das ist diese österreichische Anleihe, die 2020, die 100-jährige, die mit 0,85% verzinst. Das ist deren Entwicklung seit Beginn.
Und was sehen wir da? Ich kann es leider nicht mehr so lesen, aber Sie sehen auf jeden Fall, die Zinsen sind gestiegen und zack ist die nach unten gegangen und hat eine enorme Dynamik gehabt. Also die zeigt wirklich ganz hervorragend nochmal diesen Zusammenhang zwischen Laufzeitlänge und Zinsänderung und Anleihenpreise. Und jetzt kommt der nächste Faktor. Und jetzt nicht wundern, warum ich ihn auch in diesem Kontext bringe. Das ist das Emittentenrisiko. Das haben Sie natürlich auch bei Anleihen. Das haben Sie auch bei kurzlaufenden Anleihen. Also nochmal für Sie in Erinnerung gebracht, ich will mein Geld jetzt kurzfristig anlegen. Da auch da gilt das Emittentenrisiko als Risikofaktor. Die Verzinsung ist natürlich umso höher, je höher die Bonität, nein, andersrum, die Verzinsung ist umso höher, je niedriger die Bonität von Ihrem Anbieter, vom Emittenten ist, je höher das Risiko, dass Sie Ihr Geld nicht kriegen und Ihre Zinsen nicht kriegen. Da gibt es dann diese berühmten Ratings. Und es gibt Ausfallwahrscheinlichkeiten. Ich habe das aus dem Grund mitgebracht. Normalerweise sage ich immer, gucken Sie mal rechts unten, aber nein, wir gucken jetzt mal links unten. Da sieht man, dass die bei einem C-Rating, das ist ein schlechtes, nicht zu vernachlässigen sind. Da haben wir 30%. Jetzt übersetzen wir das bitte mal. Sie wollen kurzfristig Ihr Geld parken, sagen, Sie kaufen eine kurzlaufende Anleihe, das ist alles unter einem Jahr, die manche sogar als Geldmarkt bezeichnen. Ich tue es nicht. Aber alles unter einem Jahr. Und da haben Sie bei einer C-Anleihe, die lockt dann Unternehmen, lockt mit super, super Rendite, aber Sie haben hier 30% Ausfall. Das fand ich wichtig an der Stelle nochmal zu sagen. Die Kurzfristigkeit hat immer noch ziemliche Quoten dahinter. Okay, jetzt kommt mein Anleihenbeispiel. Fabian, wenn es Fragen gibt, dann machst du einfach zack. Ich habe eine Anleihe mal rausgesucht und zwar, das ist jetzt, wie wir am Anfang gesagt haben, natürlich nie eine Empfehlung. Das ist einfach die, die heute Morgen um 9:30 Uhr am meisten gehandelt worden ist, schon nach einer halben Stunde, nämlich eine Bundesanleihe. Du siehst bei Anleihen ja immer vorne Emittent, Deutschland, Bundesrepublik ist der Anbieter. Verzinsung ist null, die ist eine zweijährige, also die ist 22 rausgegeben worden, 24 läuft sie aus. Spoiler. Sehen wir gleich auf dem nächsten. Sie läuft im März aus. Das ist ja 24 ist ja lang. Also wir haben jetzt wirklich was sehr Kurzes. Wir haben jetzt Dezember, 3 Monate. Laufzeit noch 3 Monate. Kostete heute Morgen 99%, 1,16. Und man hätte heute Morgen die kaufen können für 99%, 1,57. Und aus diesem Kaufpreis auf der Briefseite und der Laufzeit kommt, also daraus berechne ich die Rendite. Und das sind, zum letzten Preis ist nicht das Relevante, wenn ich sie kaufen will, sondern der Briefpreis, das sind 2,5 oder so, wenn ich es richtig lesen kann. Etwas unscharf geworden, der Screenshot. Und das ist tatsächlich meine Rendite pro Jahr für diese 3 Monate. Sprich, wenn ich jetzt mein Geld parken will, kann ich auch so eine Bundesanleihe kaufen. Ich habe jetzt willkürlich eine rausgesucht. Wenn Sie Ihr Geld jetzt parken wollen, ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, finden Sie auch entsprechende Anleihen. Ein paar Faktoren sind hier wichtig. Gucken Sie auf den Briefpreis. Gucken Sie auf den Spread, dass der möglichst klein ist. Das ist bei Bundesanleihen. Das ermöglicht die Finanzagentur und natürlich der Händler in Frankfurt. Und gucken Sie auf sozusagen, also jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen, wegen dem Händler in Frankfurt. Also gucken Sie auf den Rendite zu Ihrem Briefpreis, gucken Sie auf den Spread, gucken Sie, wie lange die noch läuft. Und dann haben Sie noch den Faktor, dass Sie natürlich gucken müssen, was kostet sie, die zu kaufen oder zu verkaufen. Das ist, was ich vorhin gesagt hatte über den Geldmarkt-ETF, gilt bei der einzelnen Anleihe ja auch. Bei Bundesanleihen haben Sie hier kein Thema mit Mindestanlage, die ist ab einem Euro, also so quasi ab null. Und Sie haben natürlich jetzt diese für kurzfristige Investments, zwei wichtige Faktoren da drin. Das eine ist die Bonität, die ist in dem Fall hervorragend. Können natürlich auch nur anderen Unternehmensanleihen gucken, die so kurz laufen und ein bisschen weiter ins Risiko gehen. Denken Sie nochmal an die Tabelle. Nur die hohe Rendite sollte Sie nicht irgendwie vergessen lassen, dass da ein Risiko drauf ist. Und der zweite Faktor ist natürlich das Währungsrisiko. Zinsstrukturkurven von vorhin, US-Niveau ziemlich weit oben im Vergleich, also ein bisschen höher. War sehr verlockend. Kann sich vielleicht die eine oder andere noch erinnern, was mit dem Dollar passiert ist seit einem Jahr ungefähr oder einem halben Jahr. Ich weiß, ich habe es nicht ganz im Kopf, seit wann. Der ist gefallen.
Da ist natürlich die doch nicht so hohen Gewinne aus solchen Investments können sehr, sehr schnell über die kurze Zeit, ja, wir reden hier über kurze Zeiträume, durch ihr Währungsrisiko wieder wettgemacht werden. Also achten Sie auch darauf, wenn Sie sicher sein wollen, dass Sie diese Rendite bekommen, dass Sie auch im Euroraum bleiben. Und wenn Ihnen das eine Investment an die 30% denken zu riskant ist, dann gibt es als Alternative natürlich jetzt die mehrere Anleihen. Und da sind ETFs eine ganz hervorragende Möglichkeit. Also da gibt es auch kurzlaufende Unternehmensanleihen, ETFs im Allgemeinen. Und ich will jetzt im Speziellen auf die mit der begrenzten Laufzeit kommen. Die Allgemeinen fasse ich mich jetzt etwas kürzer wegen der Zeit heute. Wir wollten es ja knapp machen. Die gibt es jetzt seit August. Die Idee ist so simpel und gut, dass wir uns echt wundern, also ich mich zumindest gewundert habe, warum hat das nicht schon vorher jemand gemacht? Gab es in den USA schon, aber bei uns irgendwie schlägt ein. Klar, vielleicht liegt es auch ein bisschen an an der Freude der Deutschen an Zinsen und an den gestiegenen Zinsen. Ich erkläre Ihnen ganz kurz, worum es da geht. Sie haben den ETF, der hat eine Laufzeit und die ist genauso lang, mehr oder weniger, wie die Laufzeit der Anleihen im ETF. Sprich, die Anleihen haben eine Laufzeit von 1, 2 Jahren oder 3 oder 4 und der ETF auch. Die Anleihen im ETF laufen aus, die sind dann drin da als Geld, die werden zurückgezahlt als Cash, als in dem ETF, an dem Sie einen Anteil haben und der ETF wird auch zurückgezahlt. Da gibt es jetzt ein paar Randbemerkungen dazu, die kommen gleich. Ich sehe schon die eine oder andere Fragezeichen, obwohl ich sie nicht sehe. Aber der Punkt daran ist, Sie schalten damit dieses Zinsänderungsrisiko raus. Da spricht man auch von einem Durationsrisiko oder Laufzeitenrisiko. Das ist quasi neutralisiert. Okay, Randbemerkung Nummer eins. Natürlich laufen die Anleihen in dem ETF nicht alle gleich aus. Also das hängt auch stark ein bisschen davon ab, was macht der Emittent währenddessen mit dem Bargeld? Lässt er das da liegen oder investiert er das noch in was anderes? Das können Sie aber, es gibt nur zwei Emittenten, können Sie ganz leicht rausfinden. Und da die ja jetzt so jung sind, wird sich auch das Umgehen mit diesem Thema, also das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal wiederum, das wird sich dann auch noch zeigen. Aber das nur mal am Rande, das ist klar, die laufen nicht alle zum selben Tag aus, irgendwann läuft der ETF aus, was passiert dazwischen drin? Aber das Grundkonzept ist klar, Anleihen in einem ETF, die haben eine bestimmte Laufzeit, die laufen dann aus, der ETF läuft dann auch aus. Man kann wie immer schön an den ETFs erkennen. Also es gibt zwei Anbieter, einmal die DWS, die kam hinterher mit 4 Stück und iShares, das ist die ETF-Tochter von BlackRock, die haben 15. iBonds ist hier der Markenname. Ich sehe hier auch, was da ist. Der läuft bis Dezember 2028, hat europäische Unternehmensanleihen, also Euro-Unternehmensanleihen, das ist auch nochmal ein Riesenunterschied, also Unternehmensanleihen, die in Euro nominiert sind, rechtlich UCITS-ETF und er schüttet aus. Ach so, und ja, das wissen Sie ja, gilt wie das Übliche. Sie haben Geldbrief wieder. Sie können den kaufen für 5,15 €. Aber das darf man, Spreads ist ganz klein. Da kann man nicht oft genug eigentlich dazu sagen. Hier habe ich mal eine Liste mit denen. Das sind 15 Stück. Da sehen Sie auch, die gibt es auf Unternehmensanleihen. Ganz unten gibt es noch einen auf US Treasuries. Das sind US-Staatsanleihen. Sie haben die in der Variante, dass sie ausschütten oder dass die thesaurieren. Also alles, was Sie da so haben wollen. Wenn Sie sowas machen möchten, denken Sie dran, wenn Sie sagen, Sie parken jetzt für 2 Jahre das Geld in sowas. Sie haben ja Sie können auf Webse auf ETF-Vergleichsportalen sich auch die erwartete Rendite anschauen. Sie parken da, denken Sie immer dran, Sie haben Währungsrisiko, wenn Sie das in US machen, also in USA machen, US-Dollar-denominierten Anleihen. Und dann noch eine Randbemerkung, wenn Sie einen Ausschüttenden nehmen und das ist Zinstermin, dann fällt der. Nicht wundern. Also wenn Sie mal auf einmal sehen, dass der Kurs von Ihrem ausgeschütteten ETF gefallen ist, der hat nämlich gerade einen Zinstermin gehabt, weil die werden gebündelt dann ausgeschüttet. Nicht wundern, dass sich das natürlich im Kurs niederschlägt. Wie finde ich denn diese iBonds auf der Börse Frankfurt Webseite? Ja, wir sind jetzt leider noch nicht so weit, dass wir das technisch einbinden können. Sowas dauert, kann man ja, dauert immer ein bisschen, bis man das nachziehen kann. Ich habe es mir mich selber jetzt über einen Trick beholfen. Ich habe einfach in dem Fall iBonds oben in die Suche eingegeben und natürlich spuckt dann die Suche alle aus, die iBonds im Namen haben. Was mich zur nächsten Liste bringt, das ist nämlich die gleiche von der DWS, die Xtrackers ist ein Markenname. Da heißen die Target Maturity, also Ziellaufzeit. Dann werden die ausgespuckt. Und da habe ich jetzt auch Corporate Bonds und die ETF.
also die von der DWS, die zahlen sich jetzt aus, dass sie längere Laufzeiten haben. Ich habe jetzt September 27, September 29, 31 und 33. Also ich kann jetzt tatsächlich 10 Jahre für mich das Zinsniveau von heute in diesen Papieren festhalten. Kann natürlich sein, dass das gegen mich läuft. Also wenn die Zinsen jetzt fallen, werden alle anderen Anleihen im Preis steigen. Also da geht es wirklich ums Ausschalten von einem Risiko, nämlich das Zinsänderungsrisiko beziehungsweise Durationsrisiko auch genannt. Ich hoffe, das habe ich einigermaßen verständlich erklärt. Fabienne, wenn du noch eine Ergänzung hast. Zwischenzeit, also tatsächlich die Aufforderung nach den Kosten zu schauen, die ist definitiv angekommen. Wir haben zwei Fragen zum Thema Kosten. Einmal produktseitig, welche der besprochenen Produkte sind denn die kostengünstigsten? Und dann auch in einem Atemzug zu nennen die Frage, was ist denn mit den Kaufkosten bei der Bank? Wenn die ja bei irgendwie 0,25% liegen, ist denn dann der ganze Ertrag weg? Das hängt ganz stark davon ab, wie alles, was man da tut, wie groß die Summe ist, wie groß meine einzelnen Kosten sind, wie lang mein Anlagehorizont ist. Also wenn ich jetzt sage, ich parke, wenn ich eine super teure Bank habe, die nimmt 50 Euro pro Order und ich will nur ein paar tausend Euro anlegen und will das nur bis März, wenn ich diese Bundesanleihe kaufe, dann habe ich natürlich einen riesen Kostenblock. Also das muss ich einfach, das kann man nicht so pauschal sagen. Wir haben ja Also ich rede jetzt mal zu den Transaktionskosten für solche Wertpapiere. Da gucken Sie einfach mal, was das bei Ihrer Depotbank kostet. Gucken Sie auch mal, dass Sie das so mit einer kleinen Spanne bekommen, weil manchmal kostet es augenscheinlich oder vordergründig nichts und hinten dran ist ein anderer Kostenfaktor. Einfach mal schauen, das ist ja, da müssen Sie eine Order noch gar nicht ausfüllen. Das sind 2 Klicks und Sie haben so eine Ex-ante-Kostenreporting, da sieht man das ja schon. Das sind einmal die Transaktionskosten. Und wir haben so eine Faustregel, in einer selbstbestimmten, selbstverwalteten Depot sollte nicht mehr als 1 Euro, 1% Kosten anfallen für eine Transaktion. Das gilt auch hier. Und dann gucken Sie sich dann mal an, die einzelnen ETFs, das sehen Sie auf den Datenblättern, die haben sehr niedrige laufende Kosten. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, weil das auch über einen ganz kurzen Zeitraum, wir sprechen jetzt wirklich über kurze Zeiträume, ob es jetzt 0,01% ist oder 0,01 oder 0,05% ist, macht da nicht viel aus. Bei Und 30 das finde Jahren Gewicht. Wo finde ich Ja, das? auf Ja. den Datenblättern der ETFs, ja. Genau. Danke. Das sind die ganz normalen Verwaltungsgebühren, die alle Fonds auch haben und alle ETFs auch haben. Das unterscheidet sich ja an der Stelle nicht. Noch eine Frage zu den Kosten? Quasi zu den Steuern. Es werden als Produktinformationen individuelle Anleihen häufig angegeben, dass eine Quellensteuer und/oder eine EU-Steuer anfällt. Was sind das für Steuern und welche Unterschiede haben wir da? Oh, da wird mein marginales Steuerwissen gesprengt. Also wenn ich jetzt als EU-Bürgerin, als Deutsch an Steuer, wie nennt man das? Ich bin mit Steuersitz in Deutschland, eine Anleihe kaufe hier über die Börse, die von den deutschen Emittenten, dann habe ich meine normalen Ertragssteuern darüber, also meine normale Kapitalertragssteuer da drauf. Mehr ist mir da jetzt nicht bekannt. Das sprengt jetzt tatsächlich mein Wissen, wenn es da noch was anderes gibt. Das hat ja auch viel damit zu tun. Also gerade das Wort Quellensteuer hat ja viel damit zu tun. Bei US-Anleihen ist wieder was anderes. Was für Abkommen habe ich da? Und so weiter. Also ich habe jetzt mal den einfachsten Fall genommen. Klar, da fällt die ganz normale Versteuerung dran. Aber aufs Festgeld habe ich die auch. Dann Was ich vielleicht hier noch an. eine kurze Ja. Frage zum Thema Anleihen und wo ich sie kaufe. Wo kann ich sie denn kaufen? Kann ich die bei meinem Broker erwerben? Ja, also Anleihen werden über mehrere Börsen gehandelt, unter anderem auf Frankfurt. Wir haben 26.000 Anleihen bei uns im Handel. Da ist Handelszeit 9 bis 18 Uhr. Die Anbindung, wenn mein Broker eine Anbindung an Frankfurt hat, kann ich die ganz normal handeln. Ich habe leider bei Anleihen ein bisschen das Dilemma, jetzt bin ich aber auch wieder im exotischen Bereich, das Dilemma, dass es eine ganze Reihe von ausländischen Anleihen gibt, die bei uns zwar angezeigt werden in den Ordermasken, nicht nur in Frankfurt, sondern überall. Ja, das ist eine EU-Regulierung, die aber leider nicht mehr gehandelt werden dürfen von EU-Bürgern. Und das sehe ich erst nicht. Das sehe ich erst, wenn ich versuche, sie zu kaufen. Und ich kenne auch kein Informationsangebot, das das richtig ausweist. Aber ich bin schon wieder im exotischen Bereich. Wir reden über kurzfristige Investments in Standard, in Anleihen mit einer guten Bonität, am besten ohne Währungsrisiko aus der EU hier. Das ist heute unser Thema.
Aber wenn es interessiert, bitte Feedback geben, dann machen wir gerne das ganze Anleihenthema nochmal. Und das hat man dann ja, da hat man dann ja ganz andere Blickwinkel drauf und nochmal andere Verflechtungen und andere Bedingungen. Und es gibt auch ein paar mehr Marktplätze. Gucken Sie einfach mal, wo Sie Ihre Bank haben, also was bei Ihrer Bank angeboten wird. Ich wollte nur im Zusammenhang damit nochmal an was erinnern. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Fabienne, wahrscheinlich teilst du das, dass sich viele, mit denen wir hier so sprechen, freuen, dass es entweder Zinsen gibt und dass es ja so gemütlich ist. Dann braucht man sich ja nicht mehr mit diesen vermaledeiten, volatilen Aktien befassen. Leider nicht. Weil ich fand es jetzt schon wichtig, in dem Kontext immer noch mal aufzuzeigen, was das einfach langfristig ausmacht. Da oben hängt die Karotte, nämlich weltweit gestreut in Aktien zu investieren. Und alles, was wir hier skizzieren, ist unter dem Gesichtspunkt des langfristigen Vermögensaufbaus als kurz- bis mittelfristige, entweder kurz- bis mittelfristige Verstauen von Bargeld zu betrachten oder aber, da sind wir aber auch wieder auf einer ganz anderen Ebene. Natürlich kann man auch diversifizieren mit Anleihen auf der Metaebene. Aber nur mal dran denken, wo die Karotte hängt, weil jede noch so gute Anleihe macht langfristig nicht so viel wie ein Aktienengagement. Ja, bevor ich zu den Themen komme, die dann anstehen, gibt es noch Fragen? Ja, also zum einen denke ich, nehmen wir aus diesem Webinar mit, dass wir definitiv noch mal ein dezidiertes Anleihen-Webinar anbieten werden, auch noch mal ganz konkret werden, wo ich welche Informationen auf den Datenblättern finde. Hier gibt es nämlich noch die Frage, wo sieht man denn die Rendite beispielsweise? Ja, also jetzt bei Börse Frankfurt, ich hatte ja dieses eine Datenblatt mitgebracht. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Da war sie, das ist jetzt die Bundesanleihe, die ich vorhin als Beispiel hatte. Das ist jetzt ein zerlegtes Datenblatt und da hat man, oben kommt der Chart mit den Kursinformationen, das war das erste und unten drunter, weil ich kann leider dieses Folienformat nicht kippen. Unten drunter kommt dann das mit den Kursinformationen nochmal und da ist eine ganze Box mit den Renditen. Renditen zum letzten Preis, Rendite zu Geld, Rendite zu Brief. Und wenn Sie verkaufen wollen und machen eine Opportunitätsentscheidung, dann ist für Sie natürlich Rendite zum Geldpreis das Relevante. Aber wenn Sie kaufen wollen, zählt für Sie einfach der Briefpreis. Und diese Renditen sind immer aufs Jahr gerechnet für den Rest der Laufzeit. Also wenn die jetzt 2,5 Jahre läuft diese Anleihe, haben sie 2 Jahre voll und ein halbes Jahr nochmal Rendite. Da kommt jetzt wieder das Thema der Stückzinsen. Also Sie müssen beim Kauf das dritte Jahr komplett bezahlen, beziehungsweise das ist ja unterjährig das erste dann eigentlich. Also Sie bezahlen tatsächlich dem Vorbesitzer die Verzinsung vom halben Jahr und bekommen dafür das gesamte Jahr verzinst. Aber das ist ein Thema bei Einzelanleihen. Das können wir auch gerne nochmal explizit machen und wir können auch gerne dann mal eine ordern. Das ist nicht so, es ist, wenn man es einmal getan hat, ist es trivial. Beim ersten Mal kommt es einem so ein bisschen, nicht komisch, das falsche Wort, aber hat man wie bei allem bei Wertpapierordern, weil die erste Order ist immer die schwerste. Ist wie beim Marathon, da sind die ersten 100 Meter, die man läuft, auch die schwersten. Vielleicht auch die letzten 100, aber dann gibt es noch eine Frage zur Stückelung bzw. Mindestanlagesumme. Da sagtest du, bei der Bundesanleihe gibt es das nicht. Und hier ist die Frage, meistens liegt die ja bei 1000 oder? Ja, also nicht, nee, kann man nicht sagen. Liegt leider unheimlich oft bei 100.000. Ich habe das jetzt hier abgekürzt. Das ist ja dieser unglaubliche Vorteil von einem Anleihen-ETF. Dann, weil der kann diese ganzen Nachteile für private Anleger, nämlich diese Nichthandelbarkeit von einer bestimmten ausländischen Anleihe, die hohe Mindestinvestitionssumme, die hohe Mindeststückelung, alles kompensieren. Also das geht da nur über einen ETF. Es gibt tatsächlich relativ viele Anleihen, die ab 100.000 erst investierbar sind. Aber es gibt auch etliche, die ab 1.000 investierbar sind. Und jede gute Anleihensuche, auch die auf börsefrankfurt.de, aber es gibt ja auch noch ein paar mehr, die haben immer das Mindestanlagesumme, kann man da eintragen. Das heißt, man kann diejenigen rauswerfen, die für einen selbst nicht in Frage kommen. Ich würde da empfehlen, einmal so eine Anleihensuche zu bemühen. Dann kann man die dann auch schön sortieren nach Rendite, nach Laufzeit. Das geht ganz gut, mal eine zweite Suche zu probieren. Und was ich immer ganz nützlich finde, sind so meist gehandelt Listen, dass man sich einfach mal anschaut, was machen eigentlich die anderen. Das kann einem einfach so die eine oder andere Idee geben. Ich glaube, das, wie gesagt, nehmen wir einfach mit. Das machen wir einmal und dann ist das auch ziemlich
Konkret. Dann ja, würde ich sagen, belassen wir es da heute bei. Wir schicken, wie gesagt, die Aufzeichnung rum und freuen uns auf jeden Fall, Sie im nächsten Jahr wieder zu sehen und begrüßen zu dürfen. Erstmal bedanken wir uns für das riesige Interesse Ihrerseits und das kontinuierliche Interesse besonders. Denn als wir mit Börse at Home begonnen haben, war das mehr ein Testballon. Und ja, also vielen, vielen Dank auch für die vielen Themenvorschläge, die vielen Fragen. Edda, danke auch an dich für die tolle Zusammenarbeit und die vielen Moderationen, die du auch übernimmst. Und wir machen hochmotiviert weiter am 8. Januar mit den Strategien für Stockpicking, dann mit dem Thema Rebalancing, auch ganz wichtig, so ins neue Jahr zu starten, das Portfolio nochmal anzuschauen und vielleicht nochmal anzupassen. Und dann geht es weiter mit dem bekannten Duo Carsten Mumm und Martin Utzschneider. Wir sprechen über den Strommarkt und wir haben auch Clemens Schönmann-Fink eingeladen, besser bekannt als René will Rendite. Also das Programm im nächsten Jahr läuft schon mal gut an. Wir freuen uns riesig drauf. Ganz, ganz herzlichen Dank. Schöne Weihnachten, schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Nee, Fabian, so kommst du nicht weg. Vielen Dank Nee. auch an dich. Ah, Dankeschön. Für die super Zusammenarbeit und ich wünsche allen eine ganz tolle Zeit noch und bis Januar. Bis Januar. Ganz herzlichen Dank.